Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Gym Open Vlog. Leider habe ich es an diesem Tag irgendwie verpeilt, in die Kamera zu sprechen, am Anfang auf jeden Fall und am Ende hinaus eigentlich auch. Ich starte jetzt direkt in diesem Video mit dem Warmreiten für den Vorlauf im Senior Trail. Den Senior Trail werdet ihr gleich auch sehen und ja, hier sind nur so ein paar kleine Impressionen und dann geht's auch gleich schon los mit dem Trail. Ich werde den Ritt jetzt auch wieder für euch kommentieren. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Genau, es fing direkt an mit dem Trab, da durch die Gasse traben und dann über das Jogover. Dann musste man da einen Bogen reiten und in einem Bogen über die Linien. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Da war ich eigentlich super zufrieden. Da habe ich ihn dann schön langsam gemacht, damit er aufmerksam über die Schrittstangen geht und dann nicht einfach so drüber latscht, sondern sich das wirklich anguckt. Da hat er ein bisschen gehakt, da ist er ein bisschen hochgekommen beim Drehen. Ansonsten fand ich das Drehen eigentlich recht schön. Da auf die Brücke ist er super drauf gegangen. Da sind einige Pferde beim Trailpad-Warm ab und auch in der Prüfung nicht drüber gegangen oder halt runtergefallen. Da hat er sich wirklich Mühe gegeben, weil das schon echt eine sehr interessante Konstruktion war, nenne ich es mal. Da sind wir ganz gut in diesen Lobover-Zirkel gekommen. Da hätte er natürlich noch ein bisschen mehr den Hals fallen lassen können, aber dafür ist er halt in der Schulter stabil geblieben, weil er ein bisschen höher war. Da ist er halt leider ein paar Mal dran geklonkt. Da haben wir den Übergang vom Galopptakt in den Trabtakt eigentlich ganz gut gekriegt, was mir wichtig war. Da hat er jetzt, glaube ich, die letzte einmal angeklonkt, weil das ist auch richtig fies, wenn man da um die Ecke geritten ist, waren das zwei Schritte und drei Schritte. Und drei Schritte ist ein Abstand, der eigentlich sehr selten in einem Trail vorkommt. Das Tor hat er ganz gut gemacht. Da ist er so ein bisschen eingefroren, was ich jetzt aber nicht so schlimm fand. Er könnte natürlich noch ein bisschen mehr gucken, noch ein bisschen mehr den Kopf runternehmen. Ja, allgemein bin ich für meine Verhältnisse eigentlich schon im lockeren Zügel geritten, aber wenn man sich dann mit den anderen vergleicht, die wirklich an einem meterlangen Slack geritten sind, ich denke mal, das war auch so ein Faktor, der uns ein paar Punkte gekostet hat. Da hat er so ein bisschen den Takt verloren, da musste ich ein bisschen enger um die Ecke rum. Da ist halt leider auch ab und zu mal dran geklonkt. Da ist er jetzt super drüber gegangen, das war ja so eine doppelte Geschichte mit den Stangen. Da sind wir auch gut wieder in den Galoppfluss rein. Da hat er kurz gestockt, aber ansonsten sind wir gut in den Fluss rein. Ich könnte die Hand zwischendurch immer mal wieder tiefer nehmen. Da habe ich die immer verwarnt, so ein bisschen oben, was ein bisschen blöd ist, weil das halt nicht so schön aussieht. Da anhalten war gut, da hat er eigentlich nie Probleme mit. Ja, da könnte ich auch dran arbeiten, dass ich die Hand noch ein bisschen tiefer lasse beim Rückwärts. Aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich echt zufrieden. Aber wir hatten halt einen ziemlich niedrigen Score, unter 200. So viel habe ich persönlich jetzt gar nicht gehört beim Reiten, dass er angeklonkt ist, aber die Richter anscheinend schon. Das hat er sehr schön gemacht, wie ich finde. Hätte mich zwar natürlich super gefreut, aber wenn es halt leider nicht reicht, reicht es halt leider nicht. Wir hatten keinen großen Patzer und deswegen bin ich zufrieden. So, wir gehen mal wieder Foxys Lieblingsbeschäftigung nach. Grasen. Oh, 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 es kommt auf uns zu. Es kommt auf uns zu. Das ist ein Kackhaufen, lass den mal. Foxy, nimm die Nase da raus. Guck mal darüber. Kommt immer näher, Hilfe. Thank you.
keinen Schritt schneller.